Hallo miteinander. Heute gehen wir in die Entwicklung. Die ist eigentlich geheim. Für euch öffne ich jetzt die Entwicklung. So sieht das bei uns aus. Wenn wir links durchschauen, dann haben wir dort die Arbeitsplätze von unseren Entwicklern. Da haben wir also die ganzen CAD-Systeme, die es konstruieren, die es auslegen, die es Materialien und Komponenten aussuchen. Und auf der rechten Seite, da haben wir dann gerade die Fahrzeuge, die es dran am Bauen sind. Bei uns speziell ist, dass die konstruieren, die gleichen sind, die dann auch Prototypen zusammenbauen. Das geht einfach am schnellsten. Wenn jemand etwas konstruiert, dann hat er eine Idee im Kopf. Die bringt er aufs Papier, heute aufs CAD, sieht dort drauf, wie das alles zusammenpasst. Aber dann muss er die gleichen Ideen nehmen und muss es gerade an den Fahrzeugen zusammenbauen. Und darum ist neben dem Büro gerade die Werkstatt. Auf der rechten Seite sind jetzt alle unsere Fahrzeuge, die wir daran herumschrauben. Jedes Fahrzeug ist angeschrieben mit einem Projekt, einem Verantwortlichen und was daran genau austestet wird und was konstruiert wird. Da haben wir hintendurch ein Fahrzeug mit einer speziellen Bremse. Das schauen wir uns im nächsten Video dann an. Auf dieser Seite haben wir eine neue Box. Die neue Box, die ist etwas leichter als die letzte Box, die wir gemacht haben, und etwas stabiler. Ja, jedes Jahr lernen wir mehr dazu und die ganzen neuesten Erkenntnisse lassen wir wieder in die Produkte einfliessen. An jedem von diesen Fahrzeugen ist irgendetwas speziell dran, das sich gerade in der Praxiserprobung befindet.